Es war einmal. In einem der üppigen Wälder wanderte ein Wolf herum. Er war ständig hungrig. Er aß viel, aber er konnte nie genug bekommen. Ich bin schon wieder so hungrig. So wanderte er Tag und Nacht durch den Wald und jagte Beute. Eines Tages entdeckte der hungrige Wolf eine kleine Hütte. Er schlich sich vorsichtig und leise heran. Und als er näher kam, schaute er aus den Bäumen und sah, dass in der Hütte eine Ziegenmutter mit ihren 7 Jungen lebte. Jetzt habe ich Essen für die ganze Woche gefunden. Der listige Wolf legte sich auf die Lauer und spähte die Hütte bis zum Morgen aus. Am Morgen war die Ziegenmutter dabei, ihre 7 Babys zu verabschieden und das Haus zu verlassen. Meine Kleinen, ich gehe ganz schnell zum Markt und hole etwas Leckeres zu essen. Aber öffnet die Tür für keinen anderen als mich. Okay, Mama. Die Mutter verließ das Haus und machte sich auf den Weg zum Markt. Zu diesem Zeitpunkt sah der Wolf, der die Hütte heimlich beobachtete, die Gelegenheit und sprang heraus. Und er brauchte eine geniale Idee, um die Geißlein auszutricksen. Die beste Taktik, um diese Ziegen zu fangen, ist, sich zu verkleiden. Der Wolf zog ein altes Kleid an, versteckte seine Ohren und machte aus den Zweigen 2 Ziegenhörner und setzte sie auf sein Haupt. Dann bedeckte er seine Füße mit weißem Mehl und stahl einen Apfelkuchen von jemandem, den er nicht kannte. Und wenn ich meine Stimme so verstelle, dann bin ich eine Großmutter. Der Wolf ging langsam zur Vorderseite der Hütte und klopfte 3-mal an die Tür. Die Geißlein, die das Geräusch hörten, eilten sofort zur Tür. Einer von ihnen wollte die Tür aufgeregt öffnen, aber eine andere kleine Ziege warnte ihn. Warte, du darfst die Tür nicht öffnen. Erst musst du fragen, wer da ist. Wer ist denn da? Ich bin's, meine Babys. Eure Großmutter, ich bin gekommen, um mit euch in den Park zu gehen. Unsere Großmutter wohnt sehr weit weg. Du kannst nicht unsere Großmutter sein. Oh, es war eine so lange Reise. Ich bin so müde. Macht mir die Tür auf und lasst uns in den Park. Als der Wolf das sagte, schauten die kleinen Ziegen unter der Tür hindurch und betrachteten die Füße des Wolfes. Schau, ihre Füße sind weiß und pelzig, genau wie unsere. Ja, aber ihre Nägel sind viel zu lang, genau wie bei einem Wolf. Als die Geißlein die Tür nicht öffneten, ließ der Wolf sie an dem Apfelkuchen riechen, den er ihnen brachte. Seht, ich habe euren Lieblingsapfelkuchen gebacken, liebe Kinder. Und Wölfe wissen nicht, wie man Apfelkuchen backt. Die Ziegen rochen den Apfelkuchen, wurden aufgeregt und öffneten die Tür. Keiner von ihnen bemerkte, dass er ein verkleideter Wolf war. Ja, komm, Großmutter. Ja, komm, Großmutter. Lass uns in den Park gehen. Wir wiederkommen. Die Geißlein und der Wolf verließen die Hütte. Ich bin so hungrig. Ich kann mich kaum beherrschen. Während die Ziegen fröhlich spazieren gingen, verfing sich das Kleid des Wolfes am Ast eines Baumes. Das Kleid rutschte langsam von ihm ab. Und die kleinen Ziegen waren fassungslos vor Überraschung, als sie den schrecklichen Pelz des Wolfes sahen. Oh nein! Lass uns hier weg! Lass uns von hier abhauen! Als der Wolf merkte, dass er entdeckt wurde, klappten seine Ohren auf, seine scharfen Zähne zeigten sich und er sprang auf die Ziegen. Geißlein schaffte es und rannte weg. Der Wolf hat 6 kleine Ziegen entführt und sie in sein dunkles Nest gebracht.
Um seine Mutter zu informieren, rannte die kleine Ziege, die überlebte, so schnell, dass sie fast den Atem verlor. Währenddessen kehrte die Ziegenmutter mit einem Korb voller Obst und Gemüse vom Markt nach Hause zurück. Die Tür des Hauses war weit offen. Sie eilte hinein, konnte aber ihre winzigen Babys nicht finden. Oh, meine Babys, wo seid ihr? Meine Geißlein! Die Ziegenmutter war so besorgt, dass sie sofort aus dem Haus rannte, um nach ihren Geißlein zu suchen. Währenddessen bemerkte sie die großen Fußabdrücke auf dem Boden. Oh nein, die sehen aus wie von einem Wolf! Sie folgte den Abdrücken einer Weile, aber dann veränderte sich der Boden und die Abdrücke verschwanden. Was soll ich denn jetzt machen? Ein Wolf hat meine Kinder verschleppt. Während die Ziegenmutter weinte, kam die kleine Ziege, die entkommen war, zu ihr gelaufen. Mami, Mami. Oh, mein Baby, wo sind deine Brüder? Was ist passiert? Sag's mir schnell. Ein hungriger Wolf hat sich als unsere Ziegengroßmutter ausgegeben. Nur ich konnte entkommen, aber ich weiß, wo die anderen sind. Die Ziegenmutter und ihr kleines Baby liefen zur Höhle des Wolfes. Als sie ankamen, hörten sie die Stimmen der kleinen Ziegen. Das ist die Höhle des Wolfes. Wir müssen jetzt sehr vorsichtig sein. Die Ziegenmutter und ihr Geißlein haben sich einen schlauen Plan ausgedacht, um die anderen Zicklein zu retten. Sie standen beide vor dem Haus des Wolfes und formten einen riesigen Bärenschatten mit ihren Händen. Drinnen wollte der Wolf gerade die kleinen Ziegen fressen, sah dann aber den furchterregenden bärenförmigen Schatten. Ah! Was ist das? Ist das etwa ein Bär? Ich bin ein riesiger Bär mit einem sehr hungrigen Magen. Hier muss es einen Wolf geben, der meinen Magen füllen würde. Oh nein! Der Wolf hatte solche Angst, dass der Bär ihn fressen würde, dass er sofort anfing, aus seiner Höhle zu rennen. Oh nein, hilf mir, verdammt, der Bär will mich fressen, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Als sie den Wolf weglaufen sahen, kamen die kleinen Ziegen vor Freude heraus und umarmten ihre Mutter ganz fest. Und von da an lebten die Ziegenmutter und ihre 7 Geißlein ein friedliches Leben fernab vom Wolf in ihrer Hütte im Wald. Es lebte einmal am Rande eines großen Waldes ein kleines Mädchen mit goldenem Haar. Wegen ihrer strahlend blonden Locken nannte man sie Goldlöckchen. Jeder war vom Anblick ihrer Haarpracht verzaubert. Aber obwohl sie so niedlich aussah, konnte sie von Zeit zu Zeit ein recht ungehorsames kleines Mädchen sein. Jedes Mal, wenn sie zum Spielen nach draußen ging, musste ihre Mutter sie warnen. Schatz, bitte bleibe im Garten und laufe nicht in den Wald hinaus. Tief im Wald, in einem kleinen Haus, lebte die Bärenfamilie. Papa Bär mit den breiten Schultern, Mama Bär mit dem rosa Haarband und der kleine Babybär. Mama Bär stand jeden Morgen früh auf, um zum Frühstück Haferbrei zu kochen. Eines Morgens wachte Babybär früher auf als sonst und begann sofort seinen Haferbrei zu essen. Aber er war noch viel zu heiß. Mama, können wir im Wald spazieren gehen, bis mein Haferbrei abgekühlt ist? Mama, Papa und Babybär ließen ihren Haferbrei auf dem Tisch und gingen in den Wald. An diesem selben Morgen spielte Goldlöckchen mal wieder im Garten, während ihre Mutter das Frühstück vorbereitete. Aber sie fand es bald langweilig, immer nur im Garten zu spielen. Und sie war so neugierig und wollte wissen, was sich dort im tiefen Wald befand. Was soll schon passieren, wenn ich nur ein bisschen spazieren gehe? Sie sah sich um. Als sie sich sicher war, dass niemand sie sehen würde,
lief sie los in den Wald hinein. Als sie außer Atem war, blieb sie stehen und sah sich um. Was für ein schöner Wald! Blumen, Bäume! Warum bin ich noch nie hier gewesen? Und sie begann, tiefer in den Wald zu laufen. Zur selben Zeit ging die Bärfamilie im Wald spazieren und Baby Bär entdeckte einen Bienenstock auf einem Ast. So ein großer Bienenstock! Der ist bestimmt voller Honig! Papa, können wir davon was essen? Nein, mein Junge, der Honig gehört den Bienen. Wir können nicht einfach in jemandes Haus gehen und ihr Essen essen. Das gehört sich nicht. Ihr habt recht. Dann muss ich wohl warten, bis wir wieder zu Hause sind. Mittlerweile war Goldlöckchen für eine lange Zeit im Wald herumgelaufen. Und sie hatte sich verlaufen. Sie versuchte zurückzugehen, aber sie konnte den Weg nicht mehr finden. Sie war sehr müde und hatte Hunger. Sie begann zu weinen, weil sie so müde war. Doch nach kurzer Zeit gelangte sie an das Ende des Weges. Und sie entdeckte das Haus der Bärenfamilie zwischen den Bäumen. Sie näherte sich vorsichtig dem Haus. Sie lief darum herum, aber sie konnte niemanden sehen. Sie klopfte an die Tür, aber niemand antwortete. Dann sah sie durch das Fenster und sie erblickte die drei heiß dampfenden Schalen auf dem Tisch. Sie ging zurück zur Tür und dieses Mal klopfte sie fester und die Tür öffnete sich. Goldlöckchen freute sich sehr. Sie trat ein und rief, »Jemand zu Hause?« Als niemand antwortete, begann sie sich umzusehen. Sie ging zum Tisch herüber und auf dem Tisch standen drei Schalen mit Haferbrei. Eine große, eine mittlere und eine kleine. Goldlöckchen war so hungrig, also wollte sie die große Schale leer essen. Aber sobald sie den Löffel in den Mund steckte, verbrannte sie sich die Zunge. Der Haferbrei war noch viel zu heiß. Sie probierte also von der mittleren Schale. Aber der Haferbrei in dieser Schale war kalt geworden. Viel zu kalt. Schließlich probierte sie von der kleinsten Schale. Dieser Haferbrei ist nicht zu heiß und nicht zu kalt. Genauso wie ich es mag. Und sie aß die ganze Schale leer. Als sie aufgegessen hatte, fühlte sie sich sehr voll und sie wollte sich ausruhen. Sie ging zu den drei Stühlen, die vor dem Kamin standen. Ein Stuhl war sehr groß, der zweite war mittelgroß und der dritte war der kleinste. Zunächst versuchte Goldlöckchen, sich auf den großen Stuhl zu setzen, aber sie konnte nicht mal darauf klettern. Sie setzte sich auf den mittelgroßen Stuhl, aber dieser war sehr hart. Sie fand das sehr ungemütlich, also setzte sie sich auf den kleinsten Stuhl. Dieser war sehr gemütlich und hatte genau die richtige Größe für sie. Doch plötzlich brach der Stuhl mit einem lauten Krach unter ihr zusammen. Goldlöckchen saß verdutzt auf dem Boden und wusste nicht, was sie tun sollte. Sie lief in das Nachbarzimmer und dort standen drei Betten. Ein großes, ein mittleres und ein kleines Bett. Zunächst sprang sie auf das große Bett, aber es war viel zu groß für sie und die Matratze war ihr zu hart. Das zweite war immer noch etwas zu groß und außerdem war es viel zu weich. Also legte sie sich auf das dritte Bett. Dieses Bett war genau die richtige Größe für sie und es war sehr bequem. So bequem, dass Goldlöckchen sofort einschlief. Während sie schlief, kam die Bärenfamilie nach Hause. Papa Bär hatte etwas Holz für den Kamin gesammelt. Mama Bär hatte frische Waldbeeren gepflückt und Baby Bär freute sich sehr auf seinen Haferbrei. Als sie zu Hause ankamen, setzten sie sich sofort an den Tisch. Aber als Papa Bär in seine Schale schaute, sagte er verärgert, »Jemand hat von meinem Haferbrei gegessen.« Mama Bär sah auch in ihre Schale und sagte, »Jemand hat auch von meinem gegessen.« Und als Baby Bär in seine Schale blickte, begann er zu weinen. »Dieser jemand hat auch meinen Haferbrei probiert. Und nicht nur probiert, sondern ganz aufgegessen.« Sie standen auf und sahen sich um. Papa Bär bemerkte seinen Stuhl vor dem Kamin. »Jemand hat auf meinem Stuhl gesessen. Er wurde verschoben.« Auch Mama Bär hatte etwas bemerkt. »Jemand hat auch auf meinem Stuhl gesessen.« Und wie zuvor begann Baby Bär wieder zu weinen.
Jemand hat auch auf meinem Stuhl gesessen und hat ihn zerbrochen. Vorsichtig ging die Bärenfamilie in das Schlafzimmer. Jemand hat in meinem Bett gelegen. Schau, es ist ganz durcheinander. Jemand hat auch in meinem gelegen. Jemand hat auch in meinem Bett gelegen und schläft immer noch darin. Papa Bär kam herüber zu Baby Bärs Bett und er sah, dass tatsächlich jemand darin lag. Vorsichtig zog er die Bettdecke zurück und sie waren alle sehr überrascht, als sie das kleine Mädchen erblickten. Was macht dieses kleine Mädchen in unserem Haus? Sag dem kleinen Mädchen, es soll sofort aus meinem Bett raus. Goldlöckchen wurde von Babybärs Weinen geweckt. Als sie die drei Bären vor sich stehen sah, erschrak sie sich schrecklich und lief so schnell sie konnte davon. Sie lief aus dem Haus hinaus und rannte, ohne sich umzusehen. Sie war ganz außer Atem, aber sie blieb nicht stehen. Und sie wusste gar nicht, wohin sie laufen sollte. In diesem Moment sah sie ihre Eltern durch den Wald laufen. Als Goldlöckchen nicht zum Frühstück erschienen war, waren sie losgegangen, um sie zu suchen. Goldlöckchen war sehr froh, ihre Eltern zu sehen. Sie lief zu ihrer Mutter und umarmte sie. Oh, Mama! Wir waren so besorgt. Geht es dir gut? Von jetzt an werde ich immer auf dich hören. Ich werde nie wieder weglaufen, ohne Bescheid zu sagen. Goldlöckchen umarmte ihre Eltern ganz fest. Von diesem Tag an, wie sie es versprochen hatte, hörte sie immer auf ihre Eltern und machte nichts Unerlaubtes mehr. Sie war für immer ein braves und gehorsames Mädchen. Es war einmal ein altes Ehepaar, das lebte in einem kleinen Häuschen am Waldrand. Sie lebten ein glückliches und friedliches Leben. Alles, was ihnen zu ihrem Glück fehlte, war ein Kind. Eines Tages, als die Frau in der Küche Kuchenteig knetete, kam ihr Mann herein. Was backst du denn Schönes, mein Schatz? Oh, ich dachte, ich backe einen Lebkuchen, Mann. Die alte Dame knetete den Teig durch und schnitt die Form eines Lebkuchenmanns aus. Sie schob ihn in den Ofen, setzte sich an den Küchentisch und wartete, bis er fertig gebacken war. Als sie den köstlichen Geruch des fertigen Lebkuchens in der Luft riechen konnte, zog sie ihre Ofenhandschuhe an und holte den Lebkuchenmann heraus. Jetzt war es Zeit, ihn zu dekorieren. Sie gab ihm Augen aus Rosinen und ein Bonbon als Nase. Dann malte sie mit Zuckerguss sein Haar und seine Kleider auf. Schließlich bekam er noch Knöpfe aus Kirschen. Sie sah sich ihr Meisterwerk an und sagte: Mein Lebkuchenmann ist so schön, aber ich habe das Gefühl, dass noch etwas fehlt. Die alte Dame sah ihn erneut an und... Ah, sein Mund! Ich habe vergessen, ihm einen Mund zu geben. Mit mehr Zuckerguss malte sie dem Lebkuchenmann einen roten Mund. Oh ja, jetzt bist du ein vollständiger Lebkuchenmann. Und plötzlich geschah etwas Unerwartetes. Vielen Dank. Aber wie kann das sein? Du sprichst. Der Lebkuchenmann stand plötzlich auf und begann davon zu laufen. Ja, und ich kann auch laufen. Der Lebkuchenmann sprang vom Tisch auf den Stuhl und dann auf den Boden und begann auf die Küchentür in den Garten zuzurennen. Komm zurück! Komm zurück! Rief die alte Dame. Der Lebkuchenmann rief ihr zu, während er davon lief. Ja, lauf so schnell du kannst. Aber niemand kann mich fangen, denn ich bin der Lebkuchenmann. Die alte Dame lief in den Garten und begann hinter dem Lebkuchenmann herzurennen. Der alte Mann sah aus dem Fenster und sah seine Frau rennen. Er rief: Wo läufst du denn hin? Die alte Frau rief ihrem Mann zu: Mein Lebkuchenmann läuft davon. Ich versuche, ihn zu fangen. Der alte Mann war sprachlos. Die alte Frau lief so schnell sie konnte, aber der Lebkuchenmann war zu schnell für sie
und sie konnte ihn einfach nicht einholen. Nach kurzer Zeit kam der Lebkuchenmann zu einem Bauernhof. Eine Kuh bemerkte ihn. Ich sollte ihn einfangen und verzehren. Die Kuh begann auch dem Lebkuchenmann hinterher zu rennen. Lauf doch nicht weg! Ich will dich essen! Ja, lauf so schnell du kannst. Eine alte Frau versucht auch mich zu fangen. Aber niemand kann mich fangen, denn ich bin der Lebkuchenmann. Die alte Frau und die Kuh liefen nun gemeinsam dem Lebkuchenmann hinterher. Und nun wurde auch ein Schwein auf sie aufmerksam. Ein Lebkuchenmann, genau nach meinem Geschmack. Bleib doch mal stehen. Der Lebkuchenmann rief dem Schwein über seine Schulter zu. Ja, lauf so schnell du kannst. Eine alte Frau und eine Kuh versuchen auch mich zu fangen. Aber niemand kann mich fangen, denn ich bin der Lebkuchenmann. Und als sie weiterliefen, der Lebkuchenmann voran und die Frau, die Kuh und das Schwein hinterher, bemerkte ein Huhn, das nach Essen suchte, den Lebkuchenmann. Das wird mein Mittagessen. Also lief auch das Huhn los. Lauf so schnell du willst, Lebkuchenmann. Ich fange dich schon. Ja, lauf so schnell du kannst. Eine alte Frau, eine Kuh und ein Schwein konnten mich nicht fangen. Und du auch nicht. Niemand kann mich fangen, denn ich bin der Lebkuchenmann. Und sie alle liefen und liefen. Der Lebkuchenmann, die alte Frau, die Kuh, das Schwein und das Huhn. Aber der Lebkuchenmann lief immer schneller und sein Abstand zu den anderen wurde immer größer. Der Lebkuchenmann freute sich sehr und war sehr stolz auf sich. Ich bin der schlauste und schnellste Lebkuchenmann auf der Welt. Ja, das bin ich. Niemand kann mich fangen, denn ich bin der Lebkuchenmann. Als er in die Ferne blickte, sah er, dass er bald an einen Fluss kommen würde. Er blieb stehen, denn er wusste, dass er im Wasser zerfallen würde. Oh, was nun? Die alte Dame, die Kuh, das Schwein und das Huhn kamen immer näher. In diesem Moment erschien ein schlauer Fuchs hinter einem Baum. Ich kann schwimmen. Wenn du willst, helfe ich dir. Der Lebkuchenmann dachte nach. Was, wenn du mich aufisst? Hab keine Angst. Ich will dich nicht fressen. Ich will dir nur helfen. Der Lebkuchenmann vertraute dem Fuchs und sprang auf seinen Schwanz. Er hielt sich so fest er konnte. Der Fuchs sprang in den Fluss und begann zu schwimmen. Zur gleichen Zeit kamen die Frau, die Kuh, das Schwein und das Huhn am Fluss an und sahen den Lebkuchenmann auf dem Fuchs davonschwimmen. Sie wussten, dass sie ihn nun nicht mehr einfangen konnten. Der Fluss wurde tiefer und das Wasser stieg immer mehr an. Hey Fuchs, halt deinen Schwanz hoch. Ich werde fast nass. Spring auf meinen Rücken, das ist sicherer. Der Lebkuchenmann sprang auf den Rücken des Fuchses. Sie schwammen ein Stück, aber als das Wasser tiefer wurde, sank auch der Rücken des Fuchses weiter ins Wasser. Ich fürchte, so wirst du nass. Spring doch auf meinen Kopf, wo du weiter vom Wasser weg bist. Der Lebkuchenmann kletterte auf seinen Kopf. Der Fuchs fuhr mit seinem Plan fort und tauchte auch seinen Kopf ins Wasser. Das Wasser steigt immer weiter. Spring auf meine Nase, die ist am höchsten. Also sprang der Lebkuchenmann auf seine Nase. Gerade als sie fast am anderen Ufer angekommen waren, warf der Fuchs den Lebkuchenmann hoch in die Luft und öffnete sein Maul. Der Lebkuchenmann würde in seinen Mund fallen und der Fuchs würde ihn auffressen. Aber der Plan ging nicht auf. Als der Lebkuchenmann in der Luft war, flog eine Krähe vorbei und fing den Lebkuchenmann mit ihrem Schnabel. Der Fuchs blieb zurück und schaute verdutzt. Als sie etwas weiter geflogen waren, fragte der Lebkuchenmann: Essen Krähen Lebkuchen? Ja. Als die Krähe ihren Schnabel öffnete, um zu sprechen, fiel der Lebkuchenmann heraus und er lief wieder so schnell er konnte davon. Ja, lauf so schnell du kannst. Eine alte Frau, eine Kuh, ein Schwein und ein Huhn haben versucht, mich zu fangen. Aber niemand kann mich fangen, denn ich bin der Lebkuchenmann. Der Lebkuchenmann rannte immer weiter und blieb niemals stehen. Wenn du also jemals einen Lebkuchenmann vorbeirennen siehst, versuche nicht, ihn zu fangen. Denn er ist der Lebkuchenmann und niemand kann ihn fangen.